Der Dirigent Valery Gergiev übernimmt das weltberühmte Bolschoi-Theater in Moskau. Gergiev ist mit Putin befreundet und leitet bereits das Mariinsky-Theater in St. Petersburg. Der bisherige Generaldirektor des Bolschoi-Theaters, Wladimir Urin, trat nach Regierungsangaben freiwillig ab. Bereits zwei Tage nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine hatte Urin gemeinsam mit anderen Kulturschaffenden einen Aufruf zur Beendigung des Krieges unterzeichnet. Später kritisierte er eine Zunahme der Zensur in der russischen Kulturbranche.